So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Warhammer. Wir machen weiter und zwar mit Nebenmissionen, damit wir unser Power Level raufkriegen. Das ist jetzt dann nicht eine allzu schwere Mission hier. Aber ja gut, was soll's. Machen müssen wir trotzdem alles. Ich will so viel wie möglich, wie immer, herzeigen von den Spielen und so viele Missionen machen mit euch, wie es nur geht. So, das ist eine Säuberung und zwar müssen wir alles, was auf dem Schiff ist, wir gehen einmal rein in den herrlichen Ladebildschirm, damit das auch mal gleich mal gemacht wird. Also wir werden auf ein Schiff teleportiert, wo wir ja alles Leben auslöschen müssen, ja, so wie eigentlich, glaube ich, bis jetzt in jeder Mission, die wir bis jetzt gemacht haben, ob Kampagne oder Nebenmission. Ich glaube, wir haben auch bis jetzt immer nur die Kampagne bis jetzt gemacht. Jetzt muss ich halt ein Power-Level von, ich weiß nicht, 350 haben, also 100 mehr. 250 habe ich momentan. Also das müssen wir auf jeden Fall raufschrauben, damit wir mit der Kampagne weitermachen können. Und ja, was macht man da am besten? Natürlich Nebenmissionen. Maim the heretic, slay the treacherous Xenos, banish the fork-tongued demon spawn. Jo, mach mal. Ah, da wird mir gleich die komplette Map gezeigt. Also, wir gehen immer nur geradeaus momentan. Aha, das ist die Axt. Man sieht, er schlagt schon etwas langsamer zu als mit dem Schwert, was wir gehabt haben. Aber es stört mich jetzt auch nicht. Kommt's her. Und bumm. Okay, die sind wenigstens noch immer One-Hit. Das ist das Wichtigste. So, wartet, ich komme rauf zu euch. Wartet ganz kurz. Ich habe ja gesagt, ich möchte zuerst ganz rauf gehen. Die Minen tun wir da jetzt dann noch aktivieren. Da gehen wir gleich entlang. Aber ansonsten, glaube ich, ist da nichts mehr. Sollte eigentlich passen. Wir gehen zuerst mal geradewegs hinauf. So. Um was geht's da? Grüß euch, die Herrschaften. Die Gentlemans. Friss meine Axt. Einmal kurz kreis, damit die hinter mir auch sterben. Sehr gut. Oh, was hat denn der da in der Hand? Oh, das ist ein Magier. Ein gelber aber nur. Wartet, wir machen den hier. Killstreak. Boom. Naja, weil es so lustig war, dann halt noch einmal. Mir ist ja wurscht. Schädel machen wir auch gleich kaputt. Vielleicht kriegt man ja mal eine Trophäe dafür. Vernichte so und so viele Schädel. Die Schädel sind ja die Fallen, die dann ausgelöst werden, wenn man dann durchgeht. So, ansonsten glaube ich, war es das hier. Hier gibt es auch keine Truhen. Zumindest erkennt mein Adlerauge nichts. Adlerauge, ja genau. So, warte, jetzt den Nachschub können wir uns mal holen für das Schild. Dankeschön. Medizin braucht man nicht. Ist unnötig. Aha. Aha. Ein großer leerer Raum. Okay. Gut. Dann sind wir auch hier wieder fertig. Wir sind auch fast fertig. Man sieht das rechts, der Balken. Ja, okay, gut. Also viele Gegner warten da nicht auf uns. Ich hoffe, es kommen noch einige schwere dazu. Na, werden wir dann eh sehen. Aber das mit der Axt, ja, es ist zwar langsamer, aber das Geräusch ist geil, wenn er zuschlägt. Duck, duck. Das hört sich cool an, passt auf. Ah, da müssen wir jetzt einmal gleich am Boden stampfen. Stampfi, sehr gut. Ah, gleich nochmal. Na, wartet. Hört ihr das? Hört sich cool an, finde ich. Hört sich echt leibernd an.
So, dann sind wir da eigentlich auch fertig. Dann können wir gleich weiter runtergehen da. Da warten viele. Angriff, Storm in the front. Ab geht's. Puff. So, Kreis muss sich aufladen. Dankeschön. Jetzt drücken wir mal L2, damit wir wieder das Schild haben. Gleich nochmal Kreis. Zack. Und wir gehen auf den Typen mit der Fahne da los. Oder was auch immer es darstellen soll. Wimpel. Und seht ihr das mit dem Schild? Das ist so leibend. Das ist das, was ich halt gemeint habe im letzten Part. Oh, die Truhe habe ich gar nicht gesehen. Geil. Super. Ah, da warten noch ein paar hinter der Türe. Aber ich glaube, hier war es es wieder. Das scheint zu passen, okay. Und jetzt einfach immer nur geradeaus. So, schaut euch um mich. So, den Nachschub können wir eigentlich mal liegen lassen. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Nämlich der füllt uns ja, glaube ich, komplett wieder auf. Auf den hupfen wir mal da drauf. Ja, ja, komm nur her. Und Platz. Das ist böse. Uiuiuiuiuiui. Mal umswitchen da. Wo schießt denn du hin, wenn ich da anvisier? Was willst du denn machen? Ah, du willst das? Du willst das kleine Ding da kaputt machen? Hau dich da jetzt rein. Mit dem Nahkampf, hau dich da jetzt rein. Mir ist das doch scheißegal. Kreis, wir haben eh unser Schild, von dem Punkt her passt das eh. Wir können das sogar dann noch einmal verwenden. Momentan ist es noch blau, von dem Punkt her passt er schon. Einmal kurz gestampft. Somit ist der auch weg. Sehr gut. Sie sind alle weg. Ernsthaft? Okay, ich drück mal R1. Wir heilen uns. Dann können wir uns das hier gleich mal mitnehmen wieder. Jetzt sind wir wieder da voll. Da durch die große Türe durch. Grüß euch. Na, ihr kleinen Plagen hier. Perseverance favors the bold. Give them more death. Fuck. Nein. Wartet. Weg. Wartet einmal. L2, wir gehen in den Nahkampf und gehen nur auf das große Scheißdrecksviech. Bisschen Stampfi, Putz. Und ein bisschen Kreis. Sehr gut, da werden die gleich mal nach hinten geschlagen da. Und wir drücken R1, damit wir uns wieder heilen. Das Schild wird Zeit, dass es sich wieder aufladet. Nochmal Kreis, sehr gut. Er ist gleich weg, der Große, sehr gut. Okay, der Finisher schaut immer gleich aus, egal welche Waffe man hat. Anscheinend. Our final sacrifice for the Emperor. L2. Damit wir unser Schild wieder haben. Ja, jetzt ist es so und so nur noch Training. Nur noch zwei Feinde, nur noch einer und wir sind fertig. Today is a good day. So,
So, irgendwo eine Truhe, eine große Truhe, die mir nicht auf der Karte angezeigt wird, oder ich habe keine Ahnung, irgendeine Belohnung wäre hier leibend. Anscheinend aber nicht. Na gut. Dann geht's ab nach Hause. Ab nach Hause, ab nach Hause. Schauen wir mal, was wir gekriegt haben. Und ich glaube, auf 11 kommen wir auch. Das könnte sich vielleicht ausgehen. Es war zumindest, ich glaube, zwei starke Gegner waren da drinnen jetzt. Da. Ja, wir sind auf 11. Das passt. So, den Loot schauen wir uns gleich an. Ja, danke. Das ist viel. Das ist wirklich viel. So, wir haben hier Granaten, die machen 70 Schaden. Ja, okay, gut. Aber mein Power Level erhöht es halt. Darum geht's mir jetzt momentan. Nur um meine Power Levels. Aber das hat 27. Ah, bitte. Dass man da dann immer rübergehen muss. Das können wir tauschen mit dem linken da. Moment. Mit Viereck. So, was haben wir da? Da haben wir die Granaten, aber das ist doch das Kraftfeld da rechts, oder? Das ist genauso stark. Okay, dann lassen wir das einmal so. Kettensäge. 71, 69. Was ist das? Das ist ein Großschwert. Das brauche ich nicht. Das ist auch ein Großschwert. Was ist mit der Rüstung da? Ja, die Rüstung, die wird uns ziemlich weit raufhauen. Zack, 2,77, das ist nicht schlecht. Professioneller Verbrauchsstoff. Es ist keine Fertigung in Arbeit, okay. Gut zu wissen. 24, seltenes... Ah, den können wir mal so aufmachen. Der ist auch besser. So, 81. Moment, ich muss mein Rüstungsset wechseln. 81, nein, ist doch nicht besser. Das 82er ist natürlich viel besser. Die Überhitzung ist auch auf 15 und nicht auf 13. Umso höher, nehme ich einmal an, desto besser. 75, 70, 74. Moment, da drüben geht es weiter. 76, 75, 73. Was ist mit dem hier? Das ist schlechter. Okay. So, Flammenwerfer, Flammenwerfer, Shotgun. Flammenwerfer, Granatenwerfer. Ist auch wiederum schlechter. Ist ein Wahnsinn. Ja, ein bisschen was haben wir gekriegt. Wenigstens ein bisschen was haben wir gekriegt. 67 Schaden, 72 Schaden. Das, was ich ausgerüstet habe, ist auf jeden Fall besser. Genauso wie das hier. Ja, okay, gut. Das sollte eigentlich hinhauen. So, wir verkaufen wieder den ganzen Plunder, den wir nicht brauchen. Wie eh und je. Ich glaube, das sollte ich mir aufheben. Es hat 3000 Wert, das ist schon viel. Also wenn ich für die großen Sachen 3000 kriege, das ist mir schon vollkommen bewusst. Aber für so etwas, vervollständigt unverzüglich alle Gegenstände in der Fertigungswarteschlange. Das hört sich nicht so schlecht an. Kann ich das bewegen? Viereck, ja. Wir hauen das da ganz nach hinten. So. Das hier können wir auch noch alles verkaufen. Ich hau das einmal ganz nach hinten in die letzte Truhe rein. Damit ich das nicht unabsichtlich irgendwann einmal verkaufe. So, ansonsten glaube ich passt das wiederum. Reden brauchen wir eh nicht. Wir müssen weiter uns aufskalieren. Auf 280 sind wir. 70 Powerstärke bräuchten wir noch. Wir können glaube ich sogar da bleiben. Nein, können wir nicht. 398, Ich glaube nicht, dass das gut wäre, wenn wir diese Mission starten würden. Ich glaube, da hätte man nur reinkommen und explodieren. Puff! Und auf einmal sind wir nur Luft. So, Moment. Wir sind jetzt da unten gewesen. Stimmt das? Das stimmt, oder? Was haben wir hier jetzt noch? 355. Eine Mission. Was haben wir hier oben? 81, 169. Ja, okay, gut. Dann reisen wir mal darauf. Wir machen so und so. Wir machen so und so, so viele Missionen wie möglich. Von dem Punkt her passt das schon. Wir starten mit dem hier, Bunkerbrecher.
Gut, hier haben wir wieder die Karte. Anscheinend bei diesen Nebenmissionen wird uns die Karte gleich vollkommen vorgestellt. Als im Gegensatz zu den Kampagnenkarten. Nämlich da sieht man gleich die Karten. Okay, gut. Bunkerbrecher, im nächsten Part dann. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.